war es eine gute Gelegenheit, die Mannschaft zum ersten Mal nach einer langen Pause zusammen zu haben in der Halle. Auch natürlich die alten Haudegen von früher mal auch zu sehen. Aber ab morgen geht es ja auch wirklich los. Wir haben Beginn der Vorbereitung und darauf freuen uns nach diesem entspannten Sonntagnachmittag mit den alten Herren hier. And then it feels right. Also es hat total Spaß gemacht, es lief nicht ganz so wie erwartet. Ich sag mal, wir mussten in der zweiten Halbzeit einen Domi mitschleppen, sonst denke ich, hätten wir klar gewonnen. So war es, glaube ich, für die Zuschauer einfach interessanter. Und ich glaube, allen Jungs hat es riesen Spaß gemacht, dass wir uns alle wieder gesehen haben. Und ja, Devin Uskowski hat schon mal professionell Basketball gespielt. What you gonna do with all of that? Ain't gotta say a word. I know what's up, you can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love, even when it's going down, know that we go. Servus zusammen, erstmal danke an alle Organisatoren hier, es war super, dass wir das Spiel machen konnten. Ich denke, es war auch für alle Fans mal wieder cool, uns zu sehen. Zum Spiel, naja, es war zwar vorrangig Gaudi, aber wir hatten schon vor zu gewinnen und wollten auch, hat man dann vielleicht auch am Ende gesehen. Ich denke, man hat gesehen, wir sind doch alle 5 Jahre älter, als wir damals waren und noch ein bisschen langsamer, ein bisschen eingerostet. Aber ich glaube, wir könnten doch noch ein bisschen Basketball spielen, wenn wir das trainieren. Deswegen, wir überlegen uns vielleicht eine Wildcard für die Regionalliga anzumelden, dann können wir das Spiel noch 2-mal dieses Jahr machen. Es war ein ganz guter Start für die Saison. Jetzt wissen wir, an was wir noch arbeiten müssen. Es war ganz cool, gegen die Legenden zu spielen, mit Devin Uskowski zum Beispiel, der in der ersten Liga gespielt hat und auch in Japan zuletzt. Hat echt Spaß gemacht und bis jetzt in der Arbeit. Hello, just wanted to say thank you all for coming and watching today. It's a lot of fun to be able to be back, be with the old teammates. Be able to see a lot of old friends, so yeah, just great being able to get back out on the court and enjoy the time with them and get the win. So it was good. Thank you. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.